Okay. Im Schattenspieler-Discord war vor ein paar Tagen meine Diskussion über irgendwas mit Eldritch und Altergeist. Wenn ich ehrlich bin, ist mir Eldritch ziemlich egal, weil ich teure Decks, die ich mir sowieso niemals leisten kann, in der Regel einfach ausblende und versuche sie zu vergessen. Und irgendwann meinte mal jemand was von wegen, ach, Lily Crow ist voll kacke gegen Altergeist, weil... schlecht! Oder ich musste für Recht und Ordnung schaffen. Ich habe mir also folgende Combo überlegt. Norbitzam Lily Crow, Link in Relinquish Anima, klau den Silk vom Gegner und wenn er Silk ankettet, dann chainst du einfach Saurabis aus der Hand. Auch wenn Schattenspieler selbst zwar scheinbar nicht so begeistert davon war, weil er wohl einfach nicht die schiere Brillanz meines geistigen Dünnschisses versteht, werde ich euch nun einige Kombos vorstellen, um euch zu zeigen, wie broken Lily Crea eigentlich ist. Ich präsentiere die Top 3 Diddy Crow Combos 2020, April 2020, Mai 2020, Juni 2020 Format. Gib ihm. Nummer 3, Diddy Crow und Crackdown. Anders als die anderen langen Combos, die ihr so auf YouTube seht, ist diese hier recht simpel. Wir normal beschwören die Krähe und setzen unseren Crackdown. Pass auf. Somit haben wir jetzt ein Monster auf dem Feld. Stellt euch vor, wir würden nächsten Zug noch ein weiteres Monster ziehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Richtig. Orkus-Kombo. Und sollte unser Gegner die Krähe angreifen, dann haben wir einen Crackdown. Broken. Zweite Kombo. Diddy Crow und Hoppelohr Schwadron. Ich weiß, einige Leute werden diese Kombo nicht kennen. Nun, diese Kombo hier, sie ist schon etwas schwieriger durchzuführen, weil sie diesmal tatsächlich die Gehirnzellen auffordert, okay? Erstmal, normal beschwören wir wieder die Diddy Krähe und wir beenden unseren Spielzug, okay? Das ist der fehlerfreie Plan. Im gegnerischen Spielzug aktivieren wir den Effekt von Hoppelohr Schwadron aus unserer Hand und wählen unsere Diddy Krähe. Das erlaubt es uns jetzt, Hoppelohr Schwadron von der Hand spezial zu beschwören und damit sofort eine Synchro-Beschwörung mit den beiden Monstern durchzuführen. Was würde man also normalerweise tun? Richtig, wir Synchro-Beschwören Martialischer Metallmarschierer, nutzen seinen Effekt und beschwören ein Empfängermonster vom Friedhof. Und wisst ihr was? Hoppelohr-Schwadron ist ein Empfängermonster. Unglaublich. Und wisst ihr, was das bedeutet? Folgendem Zug können wir eine Orcus-Kombo durchführen. Und nun die letzte Kombo. Diddy Crow, ein gesetztes Solemn Judgment und ein Altergeist-Multifaker in der Hand. Okay, jetzt kommen wir auch schon zur besten Kombo. Diese erfordert ein, wie gesagt, bereits gesetztes feierliches Urteil. Es geht wie folgt. Wir normal beschwören Diddy Crow und aktivieren unser feierliches Urteil, okay? Im Anschluss können wir Altergeist Multitäusche aktivieren aus der Hand, um ihn von der Hand spezial zu beschwören. Das ist absolut broken, ihr kennt diesen Teil bereits. Deswegen ist die Karte auch limitiert, was die Kombo unglaublich konstant macht. Dann nutzen wir außerdem noch seinen zweiten Effekt, wir beschwören ein Altergeist-Monster von unserem Deck und zwar... Richtig, Contige. Der kann nämlich annullieren. Und ich habe gehört, die Kids von heute steht auf Negates. Das ist ziemlich gut. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe vom nächsten bald verschwindenden Format gefallen. Ich gehe mich jetzt erhängen.